Hallo und willkommen zurück bei der Folge mit Johannes Ernst, Teil 2 unserer Trilogie. Johannes hat gerade sehr viel davon erzählt, wie es war, wieder heimzukommen und wie es sich angefühlt hat, wieder sich auf den Heimweg zu machen. Und der entscheidende Moment, als er auf dem Hinweg den Franzosen getroffen hat, der ihn nochmal bestärkt hat, mit nach Hause zu gehen und wieder nach Hause zu laufen von Santiago de Compostela. Was wir jetzt heute noch erfahren werden in dieser Folge ist viel über seine Zeit im Meditationsretreat, was er dadurch gelernt hat, was jeder dadurch lernen kann im Meditationsretreat und was es mit deinem Kopf macht. Aber wir lernen auch, warum es gut ist, seinem inneren Schweinehund ab und zu mal die Stirn zu bieten oder ihm öfter die Stirn zu bieten, als es nicht zu tun. Und ist eigentlich alles Zufall oder Plan? Steckt irgendeine größere Macht dahinter für Johannes und für mich? All das findet ihr heraus und am Ende gibt es noch einen Cliffhanger à la Game of Thrones, das sage ich euch. Viel Spaß mit der Folge. Als ich dann, und ich wusste, was ich habe das genau gespürt, der Rückweg ist mein Weg, das ist, der gilt, den gilt es zu gehen. Ja, und dann bin ich den Rückweg begangen, Ende Februar bin ich von Porto dann eben los, da habe ich gemerkt, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt geht's wieder heim. Ja. Bin von Porto dann. War das schwer, dieses, okay, ich gehe jetzt los, ich muss irgendwann, oder war das einfach so, du bist eines Morgens aufgemacht, wie damals, als du losgelaufen bist und wusstest, nee, ich muss den Jakobsweg laufen, war das auch so dieses, nee, jetzt muss ich zurück, oder war das eher so ein Kampf, boah, nee, sonst bleibe ich ewig hier, ich muss jetzt mal mich aufraffen. Also es war so, dass ich gespürt habe, jetzt ist die Zeit gekommen, langsam aufzubrechen. Weil ich habe alles gemacht, was ich wollte. Also ich war meditieren 10 Tage, also habe so ein Meditationsretreat gemacht. Ich war bei dieser Freundin im Gasthaus, habe eine coole Zeit gehabt. Ich war dann an der Küste noch in Portugal für ein paar Tage. Ich war in Fatima, also dieses Pendant zu Lourdes, da gab es ja auch diese Marienerscheinung. Und dann war es Ende Februar und dann habe ich gemerkt, wenn ich jetzt noch was anderes mache, dann bin ich kein Pilger mehr. Das hat mit dem Pilger nichts mehr zu tun. Beispielsweise, ich hätte mir Lissabon noch angucken können. Und ich habe gesagt, Städtetrippler bist du dann. Ja, Tourist, wirklich. Tourist, ja. Und ich habe dann gemerkt, jetzt ist die Zeit, ich habe jetzt alles gemacht, was ich wollte, jetzt ist die Zeit, wieder heimzugehen. Die Zeit passt, es geht jetzt langsam, also in Portugal geht es langsam Richtung Frühling. Man hat schon gemerkt, so das gespürt, jetzt geht es Richtung Frühling. Ja. Und ich wusste, jetzt geht's los. Und ich habe mich entschieden, dann eben von Nazaré, also von diesem Ort an der Küste, mit dem Bus dann nach Porto zu fahren. Und von Porto, das war ja dann mein Wendepunkt, und von da bin ich dann losgelaufen. Also von Porto nach Santiago wieder. Ja, und so hat es angefangen. Und dann kamen die Zweifel. Wow, das war wirklich krass. Ich habe da so gestruggelt. Schon auf den ersten Ich bin in der Herberge aus der Tür raus. Es war tolles Wetter damals. Richtig schön für die Jahreszeit, also Ende Februar. Es war ein schöner Tag. Der erste Tag war auch noch, ich glaube, der erste Tag war noch okay. Und dann hat es angefangen, dann sind die übelsten Zweifel gekommen. Mein Kopf hat mir gesagt, was machst du überhaupt jetzt da? Spinnst du? Der hat gesagt... Schon wieder? Ja, nein, der hat gesagt, ja wirklich, der hat gesagt, du hast doch dein Ziel schon erreicht, was machst du jetzt überhaupt noch? Mein Kopf hat mir gesagt, du könntest doch an einem viel schöneren Ort sein. Warum bist du jetzt hier und quälst dich darum? Und das war für mich echt irgendwie eine Qual, ich weiß es nicht. Das war solche heftigen Zweifel. Und ich habe mich wirklich gefragt, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und ich habe mir diese Frage gestellt und habe dann gesagt, ich brauche einen Impuls, ich brauche irgendwas, wo ich mich festhangeln kann, wo ich neue Hoffnung schöpfen kann, dass ich noch am richtigen Weg bin. Weil ich dieses Gefühl, ich habe es nicht mehr gefühlt, weißt du, ich hatte dieses Gefühl nicht mehr. Ich wusste am Hinweg in Frankreich, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich laufe wieder zurück, das kam aus mir raus, das kam aus meinem Herzen und ich habe ganz genau gespürt, der Weg zurück, der ist es. Ich habe das gespürt, weißt du, ich habe Leute darüber erzählt, ich habe gesagt, ich möchte diesen Weg wieder zurückgehen und ich habe fast dabei zum Weinen angefangen, weil mich das so berührt hat, weißt du? Und ich habe genau gespürt, das ist zu machen, das ist mein Ding. Und dann war dieses Gefühl weg, als ich in Portugal war. Das war einfach weg. Und ja, ich habe dir vorhin diesen Pin gezeigt, du hast es angesprochen schon, ich war am Campingplatz, ich habe mein Zelt aufgestellt und plötzlich finde ich, ja, sehe ich was glitzern, heb dann den Gegenstand auf und ich sehe diesen Anstecker
Und es war dann dieser Anstecker eben Camino de Santiago. Und der erste Impuls, der kam, ja, du bist noch am richtigen Weg. Ja. Und das hat mir wirklich dieser klitzekleine Anstecker hat mir diese Hoffnung wieder gegeben. Ja, Das mach Feuer weiter. wieder Das, entfacht. ja, mach weiter. Und dann kam ein, zwei Tage, also ich weiß gar nicht genau, ein, zwei Tage ging es dann gut, bis ich wieder gezweifelt habe. Und dann kamen wieder die richtigen Zeichen. Also das ist auch eine Geschichte, die möchte ich kurz erzählen. Das war an dem einen Tag, das war ein sehr einschneidender Tag. Ich bin durch den Wald gelaufen in Portugal und hab dann, und der Kopf hat gerattert, ne, wieder, was machst du hier? Bist du noch auf dem richtigen Weg? Und dann bin ich kurz stehen geblieben und dann ist mir original, es war kein Wind, dann ist mir original der Ast auf den Kopf gefallen. So ein kleiner Ast. Also nicht nichts Großes. Und ich war total perplex. Ich habe mir gedacht, was ist los? Was ist jetzt passiert? Und dann kam wieder so der erste Impuls in meinen Kopf, so, hör auf zu denken und So dumm lauf. Kopf, lass Ja, einfach. genau. Also du hör auf die ganze Zeit darüber nachzudenken und zu hinterfragen. Mach einfach. Das war so der erste Impuls. Und dann ging es weiter, da bin ich in die Stadt gekommen und hat es kurz davor mega zum Regnen angefangen. Und dann ging es, und dann war es noch schlimmer, weißt du, dann war wieder so dieses, was tust du dir überhaupt an? Wenn dann noch das Körperliche dazukommt, halt, und es unbequem wird. Ey, kalt, nass, unangenehm, ich habe überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Und dann laufe ich an der Kirche vorbei und habe mir gedacht, komm, schau einfach mal rein. Also auch dieser Impuls, schau einfach mal rein. Und ich mache diese Tür auf, ich gehe 2 Schritte in diese Kirche und dann war in der Kirche eine Statue vom Apostel Jakob, vom Schirmherrn dieses Weges. Witziger Und Zufall. ich kann das jetzt mal, also das klingt total verrückt, aber ich kann das halt aus meiner Wahrnehmung erzählen. Ich komme in diese Kirche und der erste Blick geht in das, in die, in die, in die, also ich sehe diese Statue und ich blicke den Apostel Jakob, ich blicke ihm direkt in die Augen. Und er war oben, also über mir so, und er schaut herab zu mir. Und der schaut mir, der hat mir direkt in die Augen geschaut. Und mit diesem Blick, den er mir gegeben hat, hat er mir gesagt, also dieser Blick hat alles gesagt. Der hat mir in die Augen geschaut und ich wusste, und hat mir damit gesagt, mach weiter. Ja, also mach weiter. Und wie gesagt, das ist total verrückt. Ich weiß genau, also ich weiß, das ist eine Statue in der Kirche, aber von meiner Wahrnehmung her, und das war auch ein Impuls von mir. Also war wieder ein Zeichen, das ich bekommen habe, mach da weiter. Und das werde ich nie vergessen, wie er da runtergeguckt hat zu mir. Und ich habe das sind wir wieder beim Gefühl, ich habe das wieder gespürt. Ich habe das wieder gespürt, du bist da wirklich den Weg. Und habe dann wieder Hoffnung bekommen, wieder neuen Mut, bin wieder weitergegangen. Und dann, der Regen hat nicht aufgehört. Ich war dann kurz vor der Herberge und habe mir gedacht, ey, ich habe keinen Bock mehr. Scheiße. Habe ich mir gedacht, echt Scheiße, auf Deutsch gesagt. Und drehe mich so um und sehe so einen Masten neben mir stehen. Und da war ein Aufkleber auf dem Masten. Und da war dann drauf gestanden irgendwie, stay on your path, keep on walking and don't give up. Und das war der dritte Impuls, den ich an dem Tag bekommen habe. Ach, alles an einem Tag? Das Wow. war wirklich alles an einem Tag. Und Okay. ich lese diesen Sticker, diesen Aufkleber und denke mir, ja, komm, mach weiter. Und das hat mich ziemlich begleitet. Also gerade durch Portugal durch, da waren noch ein paar mehr Sachen dann in der Richtung, die mir dann widerfahren sind. Und ich wusste dann ganz genau, das hat mir immer neuen Mut gegeben. Also ständig, wenn ich gezweifelt habe, ständig, wenn ich irgendwie in ein Loch gefallen bin, wenn ich nicht mehr konnte, waren jedes Mal Impulse da, die mir neuen Mut gegeben haben. Es waren ständig irgendwelche Leute da, die mir Hoffnung gemacht haben. Und ich habe mich tatsächlich dann an diesen, ja, Zeichen oder wie auch immer man es nennen mag, ich habe mich entlang gehangelt. Und noch eine Sache, die möchte ich auch unbedingt teilen, weil die auch super wichtig ist und für mich auch eine Strategie war, wie ich meine Zweifel sozusagen ja, bändigen konnte oder wie ich damit umgehen konnte. Das war dieses, ich nenne es mal Mantra, feel everything and react to nothing. Und das war letztendlich sozusagen, also das war aus dieser Meditation, aus diesem Seminar. Da ging es darum, wir sind 10 Tage lang, haben meditiert eben und du sitzt dann wirklich 10, 12 Stunden. Und dann kommen, Wow. während dieser Zeit kommen dir
da kommen alle möglichen Gefühle, also da Körperwahrnehmungen. Du spürst, es kitzelt, es juckt, es schmerzt. Also Schmerz kommt immer irgendwann. Du hast ganz verschiedene Gefühle. Also es kommt, verschiedene Themen kommen hoch. Und letztendlich, der Sinn des Ganzen ist, dass du sagst, es darf alles sein und du bewertest es nicht. Also wir bewerten Gefühle als gut oder schlecht, aber es sind im Grunde genommen nur Gefühle, die wir bewerten und, und dementsprechend auch reagieren und sagen, wir lehnen gewisse Gefühle ab, die wollen wir nicht, die sagen wir, die sind unangenehm, und die wir als angenehm bewerten, nach denen streben wir. Das heißt, wir machen alles, um ein gewisses Gefühl zu haben. Oder zu vermeiden. Oder zu vermeiden. Und das ist unsere Psyche. Und die Intention dieser Meditation ist, dass du diese Konditionierung durchbrichst. Das heißt, du beobachtest dich und du nimmst alles wahr, was ist, ohne zu bewerten und nicht darauf zu reagieren. Ja. Das heißt, du akzeptierst alles, was da ist. Jedes Gefühl, was da ist, auch obwohl es Schmerz ist, du akzeptierst es. Und ich sage es jetzt mal ganz provokant, nimmst jetzt nicht irgendwelche Schmerztabletten, um dieses Gefühl zu unterdrücken. Ja. Ja. Oder stehst in dem Fall auf und hörst zum Meditieren auf. Ja. Und eben das Mantra, worum es dann die ganze Zeit, diese 10 Tage ging, war wirklich feel everything, akzeptiere alles, es darf alles da sein, and react to nothing. Hör auf zu reagieren, sondern nimm es wahr und lass es sein. Und das hat mich auch getragen auf diesem Rückweg. Zu gucken, alles darf da sein, gerade in meiner Gefühlswelt oder auch in meinen Gedanken. Alles darf da sein, aber reagiere nicht drauf, mach weiter. Und es waren wirklich Momente dabei, wo ich mir gedacht habe, ich nehme jetzt den nächsten Flieger und gehe heim. Wo ich wirklich gesagt habe, ich möchte es beenden. Und wo ich aber genau wusste, wenn ich jetzt hat, also ich handle aus einem Affekt raus, ich handle aus einem Gefühl des Unwohlseins. Genau. Ich fühle mich, das ist wieder die Bewertung, ich fühle mich in dem Moment unwohl, keine Ahnung, es regnet in Strömen, ich habe einfach keine Lust mehr, ich bin müde, vielleicht habe ich auch Hunger und ich habe keine Lust mehr. Ich möchte einfach nur daheim sein, ich möchte einfach diesen Weg beenden. Ich möchte in dieser Situation nicht mehr sein. Ja. Und ich hab genau gewusst, wenn ich, wie du es gesagt hast, impulsartig reagiere oder aus dem Affekt handle und mir den nächsten Flieger nehme, dann bereue ich es spätestens am ersten Tag. Kurzfristig bist du super happy, langfristig? Ja. Nicht mal mehr langfristig, aber schon den Moment danach, sobald du im Flieger daheim ankommst, denkst du dir, ich Idiot. Ja, ich ganz genau. Und das war eben dieses Feel Everything and React to Nothing, das hat mich getragen. Also jedes Mal, wenn irgendwas war, habe ich mir gedacht, okay, entspann dich. Du darfst alles fühlen, fühl da mal rein und lass es sein und lauf einfach weiter. Weil du weißt genau, ich habe ja diese ganzen Impulse bekommen. Du weißt ganz genau, das ist dein Weg. Das kommt aus dem Herzen, was du gerade magst. Das sind deine innere Stimme hat dich auf diesen Weg geführt. Und du bekommst ständig Signale, dass du richtig bist auf dem Weg. Tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und witzigerweise, weißt du, das ist jetzt im Nachgang natürlich immer alles leichter gesagt als getan, logisch. Was aber ganz spannend war, dass ich schon während. Jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Ja, wegen den Zeichen, die du bekommen hast und dass du genau auf dem richtigen Weg genau, warst. Genau, genau. Dass letztendlich der Kopf ständig wieder damit angefangen hat. Das heißt, ich bin wirklich jeden Tag mit dem neuen, mit dem gleichen Thema wieder konfrontiert worden. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einmal, feel alles, everything, react to nothing, alles cool, sondern das kam immer wieder und manchmal stärker, manchmal schwächer. Und das war gerade die Mega-Challenge in Spanien, da habe ich gekämpft. Da habe ich wirklich, da musst du dir vorstellen, ich hatte Phasen, wo ich wirklich gedacht habe, ich laufe gegen den Wind. So hat sich's angefühlt. Im Gegensatz zum Hinweg, wo du irgendwo mitschwimmst, weißt du, du bist dann im Fluss. Jeder will nach Santiago. Jeder läuft da auch hin. Ja. Ich meine, klar, du hast auch deine Schwierigkeiten. Aber du schwimmst, du kannst dich irgendwo hinhängen, du kannst dich mit jemandem unterhalten und da gibt es Leute, die ziehen dich mit. Ja. Wenn du aber zurückläufst, dann ist auf Deutsch gesagt, dann ist kein Schwein da, was dich mitzieht. Im Gegenteil,
kommen Leute dir entgegen und sagen, Santiago ist in der anderen Richtung. Ja. Ja. Keiner, der dich aufbaut. Ja. Also klar, am Abend triffst schon Leute und so, aber du hast da keine, also ich sag's mal blöd, keine Freunde, die dich dann mit begleiten, wie es dann in Spanien ist, wenn du nach Santiago läufst, da erzählst du dir Geschichten, da hilfst du dir, da baust du dich auf. Und wenn du zurückläufst, dann bist du auf dich allein gestellt. Mhm. Und das ist das, was den Rückweg so tough macht und besonders macht. Weil du bist letztendlich immer, du bist nur bei dir. Klar, du triffst Menschen, aber für ein paar Stunden. Und du kannst auch nicht denen jeden irgendwie deine Lebensgeschichte erzählen. Und das ist das. Und weißt du, das ist das, warum die Leute gesagt haben, der Rückweg ist der wahre Weg. Mhm. Ich habe es verstanden, warum. Ja, jetzt, nachdem du da gelaufen bist. Nachdem ich es gelaufen bin. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, das Tolle an diesem Rückweg ist, du gehst nochmal, ja, du hast diese krasse, vor allem mentale Herausforderung nochmal und du wirst da geprägt. Das ist wirklich, du gehst da nochmal durch einen krassen Prozess durch. Ja. Und ich habe mittlerweile verstanden, warum eine Pilgerschaft aus dem Hinweg und aus dem Rückweg besteht. Und ich muss auch sagen, der Rückweg, auch so hart wie er war, aber das war das größte Geschenk. Auch dieses sanfte Ankommen. Weißt du, dieses, ich laufe heim und ich habe mich seit dem ersten Tag von meinem Rückweg auf die Ankunft vorbereitet. Ja. Mit allem, was dazugehört. Das Ziel nie aus den Augen verloren. Das wahre Ziel. Das, genau. Nicht in Santiago, sondern daheim. Heimkommen. Genau. Und wirklich dieses, auch die Vorbereitung mit, du kommst wieder in dein Umfeld, wie reagierst du? Was möchtest du, wenn du daheim bist? Also wirklich dieses, und auch das Umfeld auf deine Ankunft vorzubereiten. Also ich hatte zum Beispiel ganz tolle Gespräche jeden Sonntag mit meinen Eltern und habe ganz offen mit meinen Eltern gesprochen. Und ich habe echt das Gefühl gehabt, jeden Sonntag sind wir weitergekommen zusammen. Einen Schritt weiter. Zukommen. Genau. Und deswegen war der Rückweg so, so wichtig, weil gerade auch, wie gesagt, mein Umfeld, in dem Fall meine Eltern, die haben mehr und mehr verstanden, was mache ich da überhaupt. Mhm. Und haben immer mehr Vertrauen auch in mich gewonnen. Und deswegen eben, ich habe nicht nur mich auf die Ankunft vorbereitet, sondern mein ganzes Umfeld. Und das war das größte Geschenk. Und wie gesagt, dieses sanfte Ankommen. Und ich kann jetzt im Nachhinein sagen, wenn ich den Flieger genommen hätte, wie es ja 90% oder 95% der Pilger machen, die dann heimfliegen, Und da kann jeder Pilger, der zuhört, der kann das bestätigen. Du kommst heim in eine andere Welt. Mhm. Also das heißt, dieser Cut ist extrem. Das ist wie du wirst rausgerissen. Du bist dann sehr mit dir. Du bist in diesem, ja, ganz viele Leute in so einer Glückseligkeit sind, denen es richtig gut geht auf dem Weg. Und in dieser Ruhe auch irgendwo. Und dann wirst du rausgerissen von diesem Weg und kommst nach 2 Stunden dann wieder in dein Umfeld. Das Umfeld hat sich ja in der Zeit dann normalerweise nicht verändert, je nachdem natürlich, wie lange du unterwegs warst. Ja. Und das ist wirklich so ein absoluter Kulturschock. Und das konnte ich, und ich habe die Erfahrung auch schon mal gemacht, ich bin ja diesen Camino Francés schon mal gelaufen. Das ist auch wieder eine eigene Story, möchte ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Aber ich hatte diesen Kulturschock schon. Ich weiß ganz genau, wie das ist. Ja. Und deswegen war es nie eine Option, mit dem Flieger heimzufliegen. Und ich kann wirklich sagen, rückblickend, das war das größte Geschenk, dass ich dieses sanfte Ankommen hatte. Ja. Natürlich bin ich jetzt auch irgendwo wieder back und natürlich kommen wieder Sachen auf dich zu, aber ich konnte mich lang noch vorbereiten. Und gerade dieses je näher du an daheim kommst, wo die Leute auf einmal wieder deine Sprache sprechen und dann irgendwann dann Dialekt sprechen und auf einmal, ja, das war lustig, da haben sie jetzt kürzlich vor ein paar Tagen, ich glaube am Samstag war es, da haben sie plötzlich schon wieder meinen Ort gekannt. Großgründlach, na klar. Ja, genau. Kennen wir. Die so, na Fräule, in Gründlach, da ist der TÜV. Da ist doch der TÜV. Geil. Ja, so, und dann haben die wieder jemanden gekannt, der aus dem Ort kommt. Also, wo ich gemerkt habe, krass. Okay, und dann bin ich nach Nürnberg reingelaufen und dann plötzlich
hat dann der Kumpel gesagt, hey, wenn du da reinläufst, komm, lass doch mal kurz treffen. Und dann habe ich den dann noch getroffen. Und also du kommst langsam an und das ist unglaublich, weil du kannst dich da wirklich drauf vorbereiten. Ich glaube, also, Ja. und das ist auch egal, ob du jetzt Jakobsweg gehst oder Weltreise magst. Jeder, der so länger unterwegs war, hat, der weiß genau, von was ich spreche. Ja. Und das, muss ich sagen, ist ein wahnsinniges Geschenk gewesen. Glaube ich dir sofort. Glaube ich dir Und hundertprozentig, ja, ja. und ich kann jetzt im Nachhinein sagen, es war so unfassbar genial, dieser Stimme zu vertrauen. Das war das, die, weißt du, das war der richtige Weg, den ich gewählt habe. Und das hat mich jetzt nochmal richtig geprägt. Und ich habe auch bei diesem Rückweg, ich habe nochmal so viel Klarheit gewonnen. So viel Klarheit Ja. über so viele Themen. Und ja, viele Sachen, die am Hinweg noch schwammig waren, irgendwie, da war ich noch nicht so weit. Und dieser Rückweg war nochmal diese Vollendung von dem Prozess. Also ja, im Endeffekt musst du es dir als Prozess vorstellen. Ja, wie alles. Alles Die, der ja. Prozess. Und diese Pilgerschaft, wenn du es magst, wie sie halt damals die Pilgerschaft angegangen haben, dann besteht halt die Pilgerschaft aus dem Hinweg und dem Rückweg. Klar, ich weiß, es ist nicht immer, oder es ist nicht ganz so leicht umsetzbar, logisch. Ja, Aber es ist umsetzbar. es ist umsetzbar, ja, es ist umsetzbar, wenn du es willst. Und wenn man jetzt auch die Erfahrung von anderen Leuten hat, dass es wirklich der Rückweg ist, der nochmal deutlich mehr Impulse setzt, der dich vor deutlich mehr Herausforderungen auch einfach stellt, ne? Und der es dir am Ende auch ein bisschen leichter macht, was du aber erst siehst, wenn du wieder daheim bist, dann ist ja der Aufruf ganz klar. So, lauft nicht nur hin, sondern lauft auch zurück. Absolut. Oder fahrt mit dem Fahrrad oder reitet mit dem Pferd, wenn es Ja, halt erlaubt ist. genau. Also, wie gesagt, da werden jetzt ganz viele wieder aufschreien und sagen, ja, und ich kann doch nicht und ich habe doch die Zeit nicht und ich habe nicht die Möglichkeiten. Also mal grundsätzlich, wenn du was willst, dann ist alles möglich. Ja, es Du ist immer bist eine. der Schöpfer deines Ich Lebens. kann nicht wohnen in der Ich will nicht Straße. Exakt, so ist es. Ganz genau so ist es. Ja, und sich das vor Augen zu führen. Und natürlich waren jetzt bei mir die Barrieren geringer als jemand, der Familie hat, meinetwegen Haus hat Natürlich. und so weiter. Aber, und da muss man ganz klar ein Aber sagen, wo er Wille ist, auch ein Weg. Ganz klar. Und ja, also da ganz klar die Empfehlung, wem das, oder wer sich die Zeit einräumt, wer sich's irgendwie ermöglichen kann. Ja, und wenn, also vorausgesetzt, du nimmst dir schon die Zeit und läufst von daheim los nach Santiago, dann guck, dass du irgendwie sanft wieder zurückkommst. Ja, sei es per gut Fuß, ist extrem. Aber es gab viele, die auch Fahrrad genommen haben. Also Ist ja auch in Ordnung. nimm nicht das Flugzeug. Ja, was Das, Langsames, was genau, Smoothes, Leute. ja. Smoothes nehmen. Je langsamer, desto besser. Nicht fliegen. Ja. Ich find interessant, was du auch meintest mit, also da war jetzt recht echt viel dabei, von dem, was du erzählt hast, wo man noch näher drauf eingegangen kann. Gerade das eine fand ich interessant mit auch dieses Höhen und Tiefen. Na, dass du losläufst und eigentlich ist es für dich klar, dass du heimlaufen willst. Auch für deinen Kopf ist es klar, dass du heimlaufen willst. Und der Kopf sagt aber nach einem Tag so, na, nee. Und dann kriegst du ein Zeichen und es geht wieder voran und dann wieder, nee. Und kriegst noch ein Zeichen und es geht wieder voran und dann wieder, nee und so weiter. Und ich finde halt auch so, dieses Auf und Ab, was man bei solchen großen Projekten, bei solchen großen Zielen, Visionen, wie auch immer man das nennen möchte, oder Unternehmungen vielleicht hat, ich finde, es ist ganz normal. Weil es ist was, du hast dich in der Situation einfach brutal aus deiner Komfortzone begeben. So, und du hast deinem Körper gesagt, wir laufen jetzt dahin und wieder zurück. Und dein Körper war da. Und der Körper hat gemerkt, ah, okay, jetzt ist kurz Entspannung. Wir können irgendwo, wir schlafen im Guesthouse, wir machen Meditationsretreat. Es ist so, ich muss nicht laufen, ich muss nicht nach Zelt, irgendwo zelten, ich muss nicht nach Unterkünften suchen, es ist nicht anstrengend, ich muss nicht schauen, wo ich das nächste Essen herbekomme, sondern er war so, wahrscheinlich so richtig, ah, okay. Er unterscheidet ja nicht, ob du jetzt daheim bist oder im Guesthouse, ne? Und dann wieder loszulaufen, hat dein Kopf wahrscheinlich auch gemeint, so, oh, so schön, können wir nicht nur wegen bleiben? Und dieses Auf und Ab für diese großen Unternehmen und diese großen Ziele, das finde ich so eine wichtige Message, dass man sagt, ja, aber nicht aus den Augen verlieren. Nicht das große Ziel aus den Augen verlieren, nur weil es gerade hart ist. Weil es gerade nicht unbedingt nur körperlich hart ist, sondern gerade auch hier im Kopf hart ist, weil dein Kopf
sucht immer den entspanntesten und einfachsten Weg. Der will nicht aus seiner Komfortzone raus. Mhm. Aber nur da wächst du halt außerhalb deiner Komfortzone. Und gerade zu sagen so, ich merke es jeden Tag, wenn ich kalt dusche. Ja. Die Dusche läuft und ich stehe vor der Dusche und denke mir, wirklich? Ja. Es ist eiskalt. Warum tue ich das? Ich könnte auch ein bisschen nach links drehen und schon ist es warm und angenehm. Ja. Und einfach ich finde es schön, dass wir dafür ein Wort haben, diesen inneren Schweinehund. Ja, genau. Ich finde es schön, dass die Deutschen haben sich dafür ein Wort überlegt. Ja. Den inneren Schweinehund einfach zu sagen, so, nee, du kannst sie hier gleich wieder hinlegen. Du hast heute gar nichts zu melden. Und was ich so faszinierend finde, auch an diesen ganzen Motivationsgeschichten und Erlebnissen, die Leute haben, dass sie wirklich irgendwie es geschafft haben, diesen inneren Schweinehund zu sagen, nee, du liegst heute schlafen und morgen und übermorgen, weil das Schlimme an dem ist ja, der kommt jeden Tag. Genau so. So, der ist verdammt hartnäckig. Und der kommt heute. Und er kommt, wenn du das letzte Mal auf diesem Planeten aufwachst, dann steht er auch noch da. Mhm. Und einfach irgendwie zu sagen, irgendwas für sich rauszufinden und diesen Willen einfach zu entwickeln, dieses Mindset zu entwickeln, zu sagen, du kannst so oft aufstehen, wie du willst, ich bin schon 5 Minuten wach. Mhm. Ja, ich bin weiter und ich gehe weiter. Und es ist aber ganz normal, weil jeder hat schon mal diesem inneren Schweinehund nachgegeben. Ja, jeder. Natürlich. Wollen wir uns nichts vormachen? Jeder. Ja. Oft. Und es ist auch in Ordnung, dem ab und zu nachzugeben und sich auch mal was zu gönnen. Und die Ausreden sind dann auch schnell da. Ne? Der liefert auch schöne Ausreden. Ne? Ist ja auch so. Da ist man gern ein bisschen anfällig vielleicht auch mal dafür. Aber einfach zu sagen, ja, aber ich trete ihm öfter in den Arsch, als dass ich ihm nachgebe. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein riesen Learning, oder? Ja, im Grunde ist es ja dieses, nennen wir es mal aus der Komfortzone rausgehen, erfordert erstmal einen großen Schritt. Und je öfter du aus dieser Komfortzone rausgekommen bist, umso leichter ist es. Ja, desto größer wird es ja auch, deine Komfortzone. Ja, genau. Desto mehr bewegst du dich dann wieder innerhalb deiner größeren Komfortzone. Du dehnst die aus. Aber es ist dann viel leichter, diesen Ausdehnungsprozess. Ja. Ja, also das darf man sich immer vor Augen führen. Und gerade du mit diesem Schweinehund, klar, du hast immer die Versuchung, das ist immer, oder... Man hat die Versuchung dann schon, den leichteren Weg zu gehen. Natürlich. Und es gibt viele Leute, die das machen. Der leichtere Weg ist aber nicht immer der bessere. Und das zu wissen, wie du sagst, kalt duschen. Ich meine, man muss halt wissen, für was macht man es denn? Ja. Und das kalt duschen, man weiß es, dass es einfach gut für den Körper ist. Oder Sportreihe. Definitiv. Hey, ja. So viele Gesundheitsaffekte, aber auch so. Also für mich ist es hauptsächlich so dieses, das ist das Ding, wo ich mir beweise, okay, ich habe noch die Kontrolle. Mhm. Ich gehe da drunter, es ist unangenehm, es bringt mich nicht um. Es hilft mir, klar, es hat einen Gesundheitsaffekt, aber es ist auch so dieses, nee, ich bestimme hier und ich gebe nicht nach und ich bin, das kann man dann wieder auf was auch immer übertragen, ja. Was man halt gerade so macht. Na, aber ja, im Prinzip hast du schon recht. Also was ich da noch dazu sagen kann, was du sagst, eben mit diesem nicht nachzugeben und dieses Ziel zu verfolgen. Also ich habe einen Spruch bei mir daheim auf dem Spiegel stehen, den habe ich draufgeschrieben, noch bevor ich losgegangen bin. Und da steht drauf, wenn du dein Ziel kennst, findest du den Weg. Ja. Und das ist so passend, weil wenn du für dich wirklich dein Ziel dir definiert hast und du hast keine Ahnung, wie du da hinkommst, irgendwie gibt es einen Weg. Auch wenn du vielleicht aktuell noch nicht weißt, wie, das wird sich zeigen, das wird kommen. Und das ist jetzt bei mir eben so dieses nächste Thema, das neue Kapitel, was jetzt in meinem Leben aufgeschlagen wird, wo ich sage, ich habe schon ein Ziel, ich habe schon eine Idee und das ist mein neues Santiago. Das merke ich jetzt. Also jetzt beginnt der wahre Weg. Weißt du, das physische, der Jakobsweg war ja in Anführungszeichen nur ein Spiel. Ich hätte jederzeit abbrechen können. Ja. Ja, ich habe mich da freiwillig auf diese Reise begeben. Und jetzt beginnt der wahre Weg. Und ich hab auch schon Ideen, ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel. Und wo ich sage, jetzt beginnt der wahre Weg. Und ich weiß ganz genau, das wird der neue Santiago. Ich habe schon wieder am zweiten Tag angefangen, auf das neue Santiago hinzuarbeiten. Ja. Und ich weiß genau, das wird ein weiter Weg. Und ich weiß aber, irgendwie finde ich das Ziel.
Der wird sich ergeben. Ein Schritt vor einen anderen setzen. Genau. Und da möchte ich dann noch eine Sache dazu sagen, was ich glaube, was tatsächlich die viel größere Herausforderung ist, dein Ziel zu finden. Ja. Das ist, glaube ich, der große Punkt. Ja. Wie ich schon gesagt habe, so das Ziel zu erreichen, okay. Ja, wenn du dein Ziel kennst, findest du den Weg. Ja, das stimmt. Aber wirklich, da habe ich mich auch lang schwer getan, zu definieren, was ist denn dein Ziel? Ja, und ich glaube, da kommt es dann wirklich drauf an, also das ist auch ein Coaching-Ansatz, wo du sagst, oder das ist eine These aus dem Coaching, wo du sagst, jeder Mensch weiß ganz genau, was das Beste für ihn ist. Jeder Mensch hat die Antworten auf die Fragen, die er hat, schon in sich. Mhm. Du musst es nur herausarbeiten. Ja, also, und da sind wir wieder bei dem Punkt, du hast eine innere Stimme, die dir den Weg weist. Wichtig ist halt nur, diese Stimme irgendwo freizulegen. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe da drauf hingearbeitet und habe wirklich auf diese innere Stimme gehört und bin diese Reise gegangen und wusste dann mein Ziel, eben dieses in Santiago oder wusste das Ziel, dann wieder nach Hause zu laufen. Und das ist das, was ich meine, ich habe das gespürt. Ich habe da, wie ich gesagt habe, wenn ich davon erzählt habe, ich habe da Tränen in den Augen gehabt, weil mich das so berührt hat. Ja. Weil ich das so in Resonanz gegangen bin. Und da habe ich gespürt, das kommt aus mir raus. Das ist wahrhaftig. Das kommt aus mir raus. Das ist nichts, was der Kopf irgendwie gerade bringt. Ne? So, ja, wäre schon geil, wenn du das machen würdest, dann wären alle Leute, würden dich feiern, zum Beispiel. Ja. Ne? Also eine Motivation, Anerkennung zum Beispiel. Mhm. Nee, ich habe es gemacht, weil ich es gespürt habe. Das ist für mich das Richtige. Und habe dann mein Ziel erkannt. Und dann war es in Anführungszeichen einfach. Also da haben wir gerade drüber geredet, dass es natürlich nicht einfach war. Aber dann hast du dein Ziel und du weißt, das ist dein Ziel. Und dann kannst du dich hinarbeiten. Und ich glaube, das ist eher nochmal die Herausforderung, zu wissen, was willst du denn im Leben? Was willst du denn wirklich, wirklich, wirklich? Und an der Stelle, ja, da kann ich jeden auch ermutigen, mach dich auf die Suche, mach dich auf die Reise und find raus, was du wirklich willst im Leben. Und dann geh den Weg und setz es um. Und dann geh los für dich. Trau dich, hab den Mut und dann geh los dafür. Dürfte mit das Wichtigste sein, was du rausfinden kannst in deinem Leben. Und je früher du es rausfindest, desto besser ist es. Ja. Und je früher du es rausfindest, desto länger kannst du dich auf dem Weg begeben, den du wirklich gehen willst eigentlich, ne? Mhm. Ja klar, das kennen wir, das habe ich auch schon im Podcast mit so vielen Leuten gehabt, einfach, dass du bist im Kindergarten, Schule, dann kommst du in die weiterführende Schule, wählst in der 6. Klasse irgendwas für die 7. Klasse und das ist dann der Zweig, den du machen willst. Genau. Im Gymi ähnlich dann irgendwann mit den Leistungskursen und Co. Und das ist dann das, was du machen willst oder sollst für den Rest deines Lebens, wo du dich irgendwann im jugendlichen Alter, wirklich im ganz, ganz jugendlichen Teenie-Alter, würde ich sagen, entschieden hast, wo du keine Ahnung hast von der Welt. Genau. Wo du keine Ahnung hast, wie du wirklich in dich reinhörst, was du willst. Du probierst viele Sachen aus, aber du hast ja noch keinen Plan. Mhm. Und da einfach dann irgendwann zu sagen, mit Anfang, Mitte 20 oder so, ist das eigentlich der richtige Weg? Mhm. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das, was ich den Rest meines Lebens machen will? Ja. Na, darum geht es hier in dem Podcast, das zu sagen, so hey, hier hockt einer, der hat gesagt, das war nicht der richtige Weg, auf dem ich bin. Und hat gesagt, in 3 Monaten kündige ich und dann laufe ich los. Und dann schaue ich mal, was der richtige Weg für mich ist. Und der Weg war hin und rückwärts erstmal der richtige. Und dann, wie du schon sagst, das ergibt sich dann. Das finde ich auch mit dem Podcast immer wieder spannend, wenn man sich wirklich irgendwie committet, ich mache das, ich tue das und ich habe Bock, irgendwie in die Richtung zu gehen mit dem Podcast. Auf einmal redet man mit Leuten und dann sagt jemand, ja, kenne ich jemanden. Ja, genau. Kann man anrufen. Ja. Sondern das ist dann, wie du denkst, so, okay, krass. Also, das sind wieder diese Türen, die aufgehen, wo du dann vorher nie dran gedacht hättest, weil du vielleicht überfordert dich dann auch in dem Moment, dass es so viel ist, willst du dich da wirklich committen? Na, wenn du, als du aus deiner Haustür raus bist oder dir den Gedanken gegeben hast, so ich will da hinlaufen und zurücklaufen, puh, das ist schon viel irgendwie an Strecke, was ich da laufen will. Aber
Am Ende ist es, du gehst aus deiner Haustür raus, machst den ersten Schritt und dann ist es nur noch, es ist schon einer weniger. Das ist, was du sagst, ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht das letzte Mal drüber schon gesprochen haben. Aber wir haben immer letztes Mal über so viel gesprochen. Ja, ist auch egal, weißt du, ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall ist das, was du sagst, so, der erste Schritt ist der wichtigste, beziehungsweise alles beginnt mit dem ersten Schritt. Ja. Und das ist auch eine krasse Erkenntnis, wie du sagst, dieses Ziel, was ich damals hatte, Santiago oder vor allem Heim, das war nochmal viel krasser. Und da kann ich auch nochmal eine kurze Anekdote, hole ich mal noch aus. Gerne. Also ich bin da in Porto aus dieser Tür raus, Ende Februar, und ich habe mir gedacht, okay, das ist es jetzt also. Du läufst jetzt los und möchtest irgendwann Anfang September daheim sein. Und das war die größte Utopie. Weißt du, das war, am Hinweg war es anders. Ich weiß nicht, warum. Aber der Rückweg, wo ich mir gedacht habe, okay, du willst jetzt da daheim sein, okay, naja, dann laufen wir halt jetzt mal los. Ja, und es war so unfassbar utopisch. Und vor allem, als dann die Zweifel kamen und ich habe auf die Karte geguckt und gedacht, okay, shit, du hast jetzt ein paar Kilometer, du hast jetzt ein paar Brocken von diesem langen Weg und du hast noch so lang vor dir. Ja, oh und ja. Ich habe das, und das hat mich so demotiviert. Ja, brutal. Krass. Ja, und auf jeden Fall, um da nochmal die Brücke zu schlagen, sich das vor Augen zu führen, alles beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist der wichtigste Schritt, loszugehen. Und dann setzt du einen von anderen und dann, ja, ergibt sich's schon irgendwie. Dann kommen zwar Herausforderungen, aber das geht irgendwie, da gibt's Lösungen. Und da an sich zu glauben und vor allem zu vertrauen. Und das ist, da kommen wir später nochmal dazu, dieses Vertrauen ist mit das Wichtigste. Und das hat mich auch, das habe ich auch noch auf dieser Reise unglaublich gelernt, ja, zu vertrauen. Einfach in dich selber zu vertrauen, dass du weißt, du bist auf dem richtigen Weg und du weißt, ich schaffe das auch. Ich schaffe das auch, da anzukommen, wenn ich will. Genau, genau. Ich schaffe das, also das Vertrauen in sich und vor allem, wie man es auch immer ausdrücken möchte, das Vertrauen in Gott oder das Vertrauen ins Universum oder das Vertrauen ins Leben. Also dieses Urvertrauen, Gottvertrauen, wie auch immer man es nennen mag. Und das habe ich seit dem ersten Tag, habe ich das ausgeprägt. Also ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ständig, also wenn ich auf irgendwelche Herausforderungen gestoßen bin, wenn es mir mal schlecht gegangen ist, dann habe ich entweder die richtigen Impulse bekommen, wie ich vorhin erzählt habe, oder die richtigen Menschen kennengelernt. Und ich war nie, ich war allein, ja, vor allem jetzt am Rückweg. Aber ich war immer beschützt. Weißt du, ich habe immer gefühlt, also ich habe immer vertraut, dass es was gibt, was mich führt. Ja, also das, wie soll ich es ausdrücken? Also ja, dieses Urvertrauen. Ja. Weißt du, ich habe bedingungslos vertraut und habe gesagt, egal was kommt, wenn das mein Weg ist, wenn ich auf dem richtigen Weg bin, und das habe ich ja gespürt, ich bin auf dem richtigen Weg, dann werde ich das schaffen. Dann wird immer was kommen, was ich in dem Moment brauche. Und genau so war es. Ja. Und das ist brutal. Und das ist das, was letztendlich beispielsweise, wenn man in die Kirche geht, meinetwegen, was dir der Pfarrer von der Kanzel predigt. Der sagt, vertrau in Gott. Genau. Ja, meistens die Pfarrer, Gott. Ich habe Pfarrer kennengelernt, die haben es selber nicht gemacht. Ne? Anderes Thema. Das waren im Endeffekt leere Worte oft. Mhm. Ne? Beziehungsweise die haben das schon gesagt, aber die haben das nicht gespürt, die haben das nicht gelebt. Die haben die Erfahrung nicht wirklich, die haben sich dann nicht getraut, sich darauf einzulassen, so wie es ich gemacht habe. Sich hinzugeben, zu sagen, ich gehe aus der Komfortzone, ich begebe mich jetzt in eine gewisse Situation, wo ich unangenehme Situation. Ja, oder eine unbekannte Situation, wo ich auf mich, in Anführungszeichen, allein gestellt bin, um dann zu erkennen, nee, du bist nicht allein. Weißt du, da gibt's eine höhere Kraft, die wirkt. Ja. Ja, auch da, wie du es nennen willst, ist es Gott oder ist es das Universum oder ist es keine Ahnung. Was auch immer. Ja, aber das habe ich erfahren bei so vielen Dingen, die mir widerfahren sind, wo ich gemerkt habe, du kannst es nicht rational erklären. Ja. Du kannst es nicht rational erklären. Das sind mir Dinge passiert und das hat mir so viel Vertrauen gegeben. Ja. Die ganzen
Also diese ganzen Zeichen, die du immer bekommen hast. Also du hast jetzt gemeint, klar, es könnte Gott sein, Universum oder Co. Für dich ist es Gott. Oder ist es Zufall oder... Nee, nee, eben nicht, eben ja. nicht. Also weißt du, für mich ist es irgendwas Größeres, was wir sehen können. Hm. Wie gesagt, wie du das nennst, ist im Grunde völlig egal. Hm. Ob du dazu Gott sagst, ob du dazu Universum sagst, ob du dazu irgendwie höhere Energie sagst. Hm. Ich kann halt sagen, oder für mich gibt's was Größeres, was wir sehen, also gibt's was Größeres als das, was wir sehen können, das, was unser kleiner Verstand uns sagt, was wir denken, was unsere Realität ist, ja, unsere Welt. Also ja. da bin ich der Meinung, dass es da was viel, 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 viel Größeres gibt. Ja. Und habe da, wie gesagt, so viel erlebt. So viele Zeichen auch bekommen. Genau, dass ich wirklich sagen kann, okay, also dass es für mich, wie soll ich sagen, ja, dass es für mich wahr ist. Für mich ist es wahr, dass es da was gibt und dass du auch irgendwo geführt bist, sag mal, ja. Also das ist auch ich weiß nicht, wie ich es richtig erklären soll. Nee, aber ja, für dich ist es wahr, dass es irgendwas gibt, was auch immer das ist, genau. Irgendwas sendet Zeichen. In den richtigen Momenten. Irgendwas hat dich auf deinem Weg begleitet. Genau. Irgendwas gibt dir die richtigen Impulse zur richtigen Zeit. Genau. Es ist nicht einfach nur, dass Sachen passieren, weil sie halt zufällig so passieren, sondern es ist kein Zufall. Genau, der Unterschied. Genau, also ich sage halt, es gibt keine Zufälle. Hm. Und es passieren Dinge, die du rational nicht erklären kannst. Hm. Und da möchte ich unbedingt ein Beispiel sagen, was für mich einfach, ja, ich glaube, das ist das Krasseste, was mir so, oder was für mich das Krasseste, eins der krassesten Erlebnisse war auf der Reise. Und zwar, ich habe, bevor ich von Santiago den Heimweg angetreten habe, habe ich einen deutschen Pfarrer in Santiago kennengelernt. Mhm. Und ich habe auf dem Hinweg schon zweimal einen Segen bekommen, ganz zufällig, das hat sich so ergeben. Und dann habe ich, also war auch wieder so ein Impuls, ein Gedanke, der kam, frag doch den mal, ob er dir jetzt vor deiner Rückreise, die jetzt ansteht, ob er dir nochmal, oder ob er dir einen Pilgersegen gibt von Santiago eben für diesen Rückweg. Ja. Das habe ich gemacht. Wir haben uns dann eben getroffen, den Tag, bevor ich dann losgegangen bin. Und es war unfassbar wichtig, ihn zu treffen, weil also er mir neben den Segen, was sehr, sehr schön war und was sehr, sehr berührend war, hat er mir auch noch was mitgegeben. Also mitgegeben in Form von, er hat mir noch was gezeigt. Und zwar war das auf der Kathedrale, ist in Stein gemeißelt, also an der Pforte, an der Tür, ist in Santiago auf der Kathedrale, ist ein Symbol. Und das ist das Alpha, also es ist so ein Rad mit einem Alpha und einem Omega. Okay. Und normalerweise hast du ja immer am Anfang eben das Alpha, also es ist der Anfang und das Ende. Das Alpha und das Omega. Ah, okay. Und das Omega ist immer groß, das Ende ist immer groß, also vom Buchstaben her. Mhm. Das Alpha ist immer klein geschrieben. Und dann hat er gesagt, weil ich ihm natürlich gesagt habe, hey, ich laufe jetzt zurück auf diese Rückreise. Und dann hat er gesagt, komm mal mit, ich zeig dir was. Und dann hat er mir das gezeigt. Und dann hat er mir das erklärt, weil nämlich auf der Kathedrale sind die Buchstaben vertauscht und auch die Groß- und Kleinschreibung ist unterschiedlich. Das heißt, Alpha ist groß und... Das Alpha ist groß und das Omega ist klein und es steht als erstes das Omega und dann das Alpha. Oh, okay. Genau, und dann hat er mir das erklärt. Und dann hat er gesagt, schau mal her, hier diese Buchstaben. Und dann hat er gesagt, und schau mal, für was das steht. Und dann hat er gesagt, das repräsentiert die Pilgerschaft. Nämlich, du hast als erstes das Omega, du hast nämlich als erstes das Ende. Also das Ende von deinem alten Leben. Du läufst von daheim nach Santiago. Du beendest was. Ja. Ja. Und dann hat er gesagt, und das Alpha steht für den, steht, also steht in dem Fall am Ende, ne? Ja. Nämlich für den Rückweg, für den Neuanfang. Ne? Mhm. Und dann hat er auch gemeint, und die Groß- und Kleinschreibung ist verdreht, weil das Ende von deinem alten Leben ist viel weniger wichtig wie der Neuanfang. Darum geht's. Deswegen ist das Alpha groß. Oh, wow. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen, weil... Großer Aha-Moment. Genau, weil das war genau das, was mir damals, oder was der Pilger erzählt hat, den ich das erste Mal, durch den ich auf diese Idee gekommen bin vom Heimlaufen. Der hat zu mir gesagt damals,
wenn du von daheim nach Santiago läufst, dann lässt du was zurück. Mhm. Das Ende. Ja. Ja, du lässt was zurück. Wenn du von Santiago wieder heimläufst, dann kreierst du was Neues. Ja, dann läufst du auf was zu. Du also du läufst auf dein altes Umfeld, aber auf deinen Neuanfang zu. Mhm. Und das hat mich so geflasht, weil ich von diesem Pilger in Frankreich ja diese Idee bekommen habe, heimzulaufen. Und plötzlich, als ich einen Tag vor der Heimreise bin, erzählt mir der Pfarrer genau das Gleiche. Ja. Und dann wusste ich, das hat mir so viel Kraft gegeben, eben nach diesem Weg von Porto nach Santiago, wo ich diese Mega-Zweifel hatte. Mhm. Ich habe übrigens überlegt, ob ich mir ein Fahrrad holen soll in Santiago, mit dem Fahrrad heimfahren. Ne? Ja. Das war kurz davor. Ja. Und dann kommt der Pfarrer ums Eck, ganz in Anführungszeichen zufällig, und erzählt mir diese Geschichte, genau das Gleiche, was mir damals der Typ in Frankreich erzählt hat. Und das hat auch wieder so in mir resoniert, wo ich gesagt habe, ja, das ist es, das ist genau das. Ja, deswegen laufe ich heim. So, das war mal eben dieses Treffen mit dem Vater, was für mich sehr wichtig war. Eben durch diesen Impuls, was er mir da mitgegeben hat. So, und dann laufe ich, das war wie gesagt ein deutscher Pfarrer, und dann laufe ich jetzt Anfang August war es, glaube ich, habe ich dann die Grenze überschritten, bin von der Schweiz nach Deutschland, bin dann Richtung Freiburg im Breisgau gelaufen, lauf an der Kirche vorbei, habe mir gedacht, ja komm, schaust halt mal rein. Wie so oft, schaust mal rein. Okay, bin ich rein, habe gehört, ich bin nicht allein, es waren Geräusche, irgendwo im, habe dann gemerkt, da im Vorraum, also in der Sakristei, da tut sich was. Bin weiter vorgelaufen, also Richtung Altar, habe gesehen, die Tür ist offen. Plötzlich kommt jemand raus aus der Sakristei und begrüßt mich und ich schaue ihn an. Wow, wer könnte es nur sein, den Johannes da getroffen hat in Freiburg in seiner Kapelle auf dem Heimweg? Findet's raus in Teil 3. Wenn euch die Folge Spaß gemacht hat, dann schaut gerne mal auf Spotify vorbei, wenn ihr nicht eh schon da seid. Lasst eine Bewertung da und abonniert auch gerne. Ich freue mich mega über jeden, der abonniert. Ich freue mich über jeden, der mir schreibt, ob er es cool fand, ob er Vorschläge hat, ob er vielleicht auch jemanden kennt, den er selber gerne mal hören möchte. Feel free to reach out. Ich freue mich schon auf Teil 3 und hoffe, ihr seid genauso heiß nach diesem Cliffhanger. Bis dahin.